So, da ist mir das Spiel wieder abgeschissen, als ich zu der verdammten Feuerwache wollte. Yay! So, Karriere annehmen. Edle Absichten und heldenhaftes Durchgreifen haben dich bis hierhin gebracht. Jetzt brauchst du Entschlossenheit, Mut und Fachwissen rund um die Feuerwache und den Feueralarm, um befördert zu werden. Behalte den Alarm im Auge und sei bereit, zu Notfällen zu eilen. Johns Sonnenschein hat eine neue Uniform, ein neues berufsbezogenes Thema, das mit anderen Sims diskutiert werden kann. So. Party veranstalten? Nee, gerade schlecht. In einer Stunde Nickerchen machen. So. Dann musst du leider dein Nickerchen unterbrechen und wir müssen mal die Arbeit ausführen gehen. Paranormale Untersuchung, das ist doch eigentlich ganz einfach. So, was haben wir hier? Geistliche Gegenwart. Und das war es auch schon, nur zwei Fälle heute. Scheint so. Ja gut. Dann paranormale Untersuchung. Oh, vertrocknete Pflanzen wegschmeißen. Paranormale Sachen untersuchen. So. Was war jetzt los? Gespenster sammeln. Blume des Lebensbusch. Die Musik haben wir ausgemacht, also sind das tatsächlich nur Soundeffekte. Mutig, geht da rein. So. Dann gehen wir mal zu dem John so lange. Was macht der John? Ah, er ist beim Pferd. So. Was braucht er denn? Athletik und Geschick. Er ist voll fertig. Er möchte eigentlich ins Bett. Dann geht er auch schlafen. Wunderbar. Und die Dame macht. Ah, Rennen. Soeben Level 2. Das sind halt die ersten Voraussetzungen, um auch mit dem Pferd gewinnen zu können. Also Rennen. Nachdem der Job erledigt ist, wird sie auch ins Bett gehen, denke ich mal. Wenn sie so fertig ist. So. Achthundert. So, komm nach Hause. Bevor die noch umkippt auf der Straße. So. Dann soll sie auch mal nach Hause gehen und dann ins Bett. Ah, soeben Fähigkeitslevel 3 erreicht. Und da ist er. Schlafen. So. Ah, noch ganz wenige Punkte und wir können uns den Sammelhelfer leisten. Nur ist sie momentan so unzufrieden, dass das nichts wird. Steht er doch tatsächlich auf und isst was. Gut, dann können wir das ja auch machen. Und was ist so? Magst du dein Essen nicht? So. Kann auch gleich alles Geschirr abspülen gehen dann. Na super, jetzt ist er fertig und sie fängt gerade an zu essen. So.
Dann können wir noch schnell duschen gehen und dann wieder ins Bett. Und er sollte auch mal duschen gehen. Ein bisschen Spaß bräuchte er mal. Das heißt, wir können doch mal ein bisschen Computer spielen. Er würde gerne malen. Malen üben, klein. So. Fährt hineinbringen. Nein, eigentlich solltest du nur duschen. So. So. Fünf Gespenster ins Theater. Was wollen die denn mit denen? Und wir können uns eine Lebenszeitbelohnung holen, nämlich den Sammelhelfer. So. Da der Herr ja so fit ist, kann er den gleich schon benutzen. Wollte der denn hin? Schildkröten, Nagetiere, Echsen, ah, sehr cool. Fisch. Steine und Edelsteine. So. Das ist jetzt ein bisschen Physics-Arbeit, aber das geht. So. Man muss immer zwischen den Charakteren dann wechseln, weil der eine ja nur diese Fähigkeit hat. Aber so geht es dann viel einfacher, Sachen zu sammeln und man muss nicht mehr so ewig suchen. So, die Gute ist ja auch bald wach. So. Das sind auch alles wieder so Löcher, wo man mit den Hunden was buddeln könnte. Das heißt also, wir könnten vielleicht doch den Hund auch nur dafür benutzen, diese Sachen auszubuddeln. So. Dann unbedingt mal ein Fahrrad gönnen. Dass die mal ein bisschen schneller sind. So. Man kann damit sich ja so eine schöne Galerie basteln. Deswegen finde ich das ganz schön, diese Edelsteine zu sammeln. Im Urlaub kann man es dann übrigens auch machen. So. Und wir haben auch bald wieder genug Geld, um in den Urlaub zu fahren. So, dann lassen wir die mal sammeln. Der Herr da hinten, die Dame da vorne. Ja, 18 ist jetzt nicht so viel. Und sollten denen echt mal Fahrräder ankaufen. Ich bin gerade was am Essen. Ich habe so einen Hunger. Wir kaufen den jetzt mal Fahrräder. So. Man kann das dann so ins Inventar ziehen. So. Und beim nächsten Mal können sie dann da Fahrrad fahren mit.
So. Schauen wir doch mal, wie weit die damit sammeln sind. Okay, der Herr ist fertig. Die Dame noch nicht. Die Sachen, die weiter weg sind, sind natürlich auch wertvoller. Und man muss halt auch noch ein bisschen Glück dabei haben. Wir können aber jetzt auch nach Tieren Ausschau halten, zum Beispiel. Bei wie nach Schildkröten, die kann man ja auch verticken. Hier soll angeblich irgendwo eine Schildkröte sein. Man kann dann draufklicken, dann wird man genau dahin geführt. Ich glaube, das da ist die Schildkröte. Ja. Nee, nicht du, sondern er. Fangen. So. Da ist noch eine. Borbos Höcker-Schildkröte. So. In der Zeit weiß man dann auch, welche besonders wertvoll sind. Was ist das? Ein Falke. Wo ist die Schildkröte? Sieht ihr die Schildkröte? Das ist eine Tarnkröte. Das Gefühl. Ah, hier. Ah, die sieht auch schon seltener aus. Stachel-Erdschildkröte. So. Dann gehen wir mal wieder zu ihr. Sie ist hier noch am Sammeln. So. So, dann haben wir sie soweit fertig. Dann gucken wir mal, da gibt es auch noch mehr Steine. So, was bist du denn? Steht da nicht dran? Dann halt nicht. So, auf der anderen Seite von dem Haus soll auch noch irgendwas liegen. Da. Wunderbar. Und da hinten soll auch noch was liegen. Ich finde das auch unheimlich schön, die Sachen. Die, die hier sammeln können. Wir gucken mal, was der John so macht. Ach, der ist da mit dem Fahrrad unterwegs.